Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Fahrt in Train Sim World 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir fahren heute auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten von Wuppertal Hauptbahnhof einmal bis nach Hagen Hauptbahnhof. Ein Szenario vom guten Tom Fresco. Das ist im Racing Forum erschienen und den Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Das benutzt die Mod vom guten Taskplace, wo mehr KI-Portale verfügbar sind. Und ja, ich bin gespannt, was uns heute mal wieder Schönes erwartet. Schön viel Verkehr, denke ich. Und ja, wir legen mal los. Türen sind offen, können wir gleich wieder schließen. Dann machen wir uns natürlich noch eine Zugzielanzeige an unseren Zug. Leider gibt es nicht Dortmund Hauptbahnhof, deswegen nehmen wir einfach den RE nach Hagen Hauptbahnhof. Machen uns noch schnell die Zugsicherung an. Einmal die SIFA und einmal die PZB. Und dann hauen wir uns auch die Sonnenblende rein. Und dann können wir auch schon losfahren. Soweit, so gut. Ja, Bremsen sind gelöst. Und auf geht's. Die S-Bahn fährt schon aus. Was haben wir jetzt für ein Problem? Eigentlich sollten wir... Jetzt kommt er. Perfekto. Wir sind im Steuerwagen unterwegs. Hinten dran hängt eine 146er. Und wir sind in der 45 km/h Überwachung. Aus der wir uns aber auch befreien können. So. Nächster Halt ist dann Wuppertal-Barmen. Heute das Ganze ein wenig leiser im Steuerwagen. Aber auf der wunderbaren Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Hier sehr gerne unterwegs. Heute werden wir mal geschoben. Im Moment ist einfach, was Zeit und auch was Elan natürlich auch angeht, bei den heißen Temperaturen, die wir ja letzte Woche draußen hatten, ja, ist, ich habe das jetzt in zwei Videos, glaube ich, schon gesagt, ist im Winter immer einfacher, ne? Kein Bock raus, es regnet, es schneit, es ist kalt, aber im Sommer ist dann auch mal See angesagt oder Gartengrillen etc., da hält man sich schon eher gerne draußen auf. Da kommt uns die Hamsterbacke entgegen. Können wir Fenster aufmachen für mehr, ja, so ein bisschen mehr Geräuschkulisse. Da steht auch wieder eine S-Bahn. Ja, ist schon schön, diese Mod mit den KI-Portalen, dass da mehr KI-Portale verfügbar sind. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, die Züge hier im Szenario-Gestalter im 1-Minuten-Takt abfahren zu lassen, nicht im 5-Minuten-Takt, wie standardmäßig eingestellt ist. Und da ergeben sich dann natürlich viel, 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 viel mehr Zugbegegnungen. So. Sind wir schon fast da. In Barmen. Viel zu schnell. Aber das passt noch. Aber hauchdünn. Hauchdünn. Keine Sekunde später bremsen dürfen. Schön. Einmal Türen auf. Gibt eigentlich schon neue Infos, wann Rush Hour rauskommen soll? Ich habe tatsächlich gar nicht geguckt. Die letzten 3-4 Wochen. Nach der Roadmap etc. Ja, und
generell auf meinem Kanal gilt, generell was Transport Viewer, Train Simulator 2 und den Train Simulator angeht, nur weil da mal 3-4 Wochen nichts kommt, heißt das nicht, dass gar nichts mehr kommt. Da fährt die S-Bahn ein, die wir eben, glaube ich, überholt haben. Also da braucht ihr keine Angst haben. Was heißt Angst? Angst habe ich vor Spinnen. Aber Angst, dass meine Lieblings-YouTuber keine Videos mehr hochladen, das habe ich nicht. Was haben wir nun? Na? Achso, die elektrische Bremse habe ich auch noch angezogen. So. Wann auch immer ich die angezogen habe, keine Ahnung, aber ich habe sie angezogen. Nächster Halt Oberbarmen, Wuppertal Oberbarmen. Schön. Schön, schön. Kommt die nächste S-Bahn. Man braucht auch die Baureihe 101 für dieses Szenario. Mal gucken, wenn wir die entdecken. Hier schön die Schwebebahn. Steht der nächste Hamster. Schön in der Abstellung drin. Gefällt mir. Noch mal rausgehen. Hier mal Bauhaus. Ja, da kommt schon wieder die S-Bahn. Das ist ja schick gemacht, ne? Also wenn ihr uns die jetzt die ganze Zeit verfolgt, in Anführungsstrichen, das ist halt immer noch schade, dass man da keine Zugzielanzeige dran basteln kann an die KI-Züge. Da steht immer nicht einsteigen. Oder wie hier gar nichts. Echt Banane. Ist natürlich echt schön gemacht. Die S-Bahn jetzt immer so unser Begleiter ist. So, einmal die Türen zu. Und dann kann es auch schon weitergehen. Nächster Halt in 5 Kilometern Schwelm. Schön im Sonnenaufgang morgens. Ich weiß gar nicht, sind hier auch die? Ja, wir haben eh blauen Himmel. Aber ich glaube, das ist eine der Strecken, wo die Wolkenmod nicht funktioniert. Weil es ja noch eine Strecke aus Train Simulator 1 ist oder Train Simulator 2020. Bin mir nicht sicher. Aber wir haben ja eh keine Bewölkung. Deswegen bringt uns die Wolkenmod hier eh nichts. Autsch, ein ekelhafter Ton. Den kann man gar nicht überhören. Egal was man tut, den kann man nicht überhören. So, jetzt können wir mal ordentlich
Gas geben oder Leistung aufschalten. Schon oft Schimpfe von euch bekommen, wenn ich sage Gas geben. In die nächste S-Bahn. Aber wir donnern hier vorbei. Ja, damit wird die S-Bahn wahrscheinlich nicht unser Begleiter werden, unser dauerhafter, weil die hält hier natürlich an den Zwischendurchhalten hier noch. Aber wir halten erst wieder in Schwelm. Ganz schön hohe Schallschutzwand. Wenn ich das mal so sagen darf, steht hier auch was? Nee. Hier hat er nichts abgestellt. Und es ist nach wie vor so, dass ich immer zwischendrin so Mini-Ruckler habe. Aber wirklich nur so Mini. Ihr seht ja, es läuft flüssig, alles gut. Aber dann immer wieder so, zack, ganz kurz. Ein Mini-Rücklerchen. Als Lokführer oder Triebfahrzeugführer, wie auch immer das mittlerweile bei der Bahn genannt wird als Jobbeschreibung. Das würde mich schon nerven, irgendwie im Steuerwagen, so ganz ohne Sound hinten dran. So, wir können schon mal bremsen. 1 Kilometer nur noch. Sonst haben wir ein Problem. Und zack. Gucken wir auch noch mal. Schöner Parkplatz. Und wie gesagt, die S-Bahn spätestens hier. Ja, macht man ja eigentlich nicht. Guckt mal weg. Man springt nicht auf die Gleise. Spätestens hier fährt ja die S-Bahn dann da durch den Tunnel. Oh ne, da kommt sie raus. Er fährt dann hier rechts hoch. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall teilt sie sich nicht mehr die Strecke mit uns. Genau, er fährt dann da hinten durch den Tunnel. So, Tür wieder zu. Bremse einmal lösen. Und der nächste Halt ist dann Ennepetal. Genau hier vorne. Ah ne, das ist sogar ein Stumpfgleis, quasi ein Abstellgleis. Die S-Bahn fährt dann eingleisig hier unten lang. Okay. Ah, ist eh noch nicht da. Ah, ein schöner Sound. Wenn Train Sim World doch nur halb so gut wäre wie der Train Simulator, was ja Szenariobau, Vielfalt des Rollmaterials. Ah, wenn das nur halb so gut wäre, wäre schon geil. Ah, ein Güterzug, guck mal. Schön, Container. Meine Ohren. Ja, da ist der Train Simulator halt meilenweit voraus, was Szenariobau, was es da für Möglichkeiten gibt, das habe ich ja schon so oft gesagt. Das heißt nicht, dass ich TSW2 nicht gerne spiele, aber ja, da. Obwohl es ja das neuere Spiel ist, ist es einfach komplett hinten dran.
was die Dichte und die Atmosphäre angeht, der Spielwelt. Was da alles möglich ist. Rangierszenarien ohne Ende. Ich glaube, kann man hier gar nicht erstellen. Das ist schon, ja. Wie schon mehrfach angesprochen, extrem schade, weil hier steckt so viel Potenzial hier drin. Auch hier, da wächst Gras auf den Schienen. Guckt mal da links. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf einer Hauptstrecke hier wirklich so ist. Beim besten Willen nicht. So, hier geht's bergab. Schau mal die Bremse rein. Sagt man eigentlich bergab bei der Bahn oder Gefälle? Oder ist das egal? Irgendwie vermisse ich noch die 101. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Obwohl man sie wirklich braucht für das Szenario. Also muss sie ja irgendwo rumgurken. Vielleicht ja in Hagen. Auch hier schauen wir nochmal raus. Ennepetal. Hier können wir mal einen Screenshot machen. Ne, das war falsch. So. Vielleicht noch so. Schick. Gibt es hier noch irgendwas zum Aufbauen? Ich glaube, hier habe ich tatsächlich noch nie gehalten. Ui, ein ICE. Schön. Ja, ich bin ja froh, dass der gute Taskplace da schon mal seine Mod vor ein paar Monaten rausgebracht hat. Da ist dann, was Szenariobau angeht, auf jeden Fall schon mal mehr möglich, viel mehr möglich als vorher. Das ist schon mal viel wert. Oh, nächster Haltepunkt ist schon Hagen. Dann sind wir schon da. War ziemlich kurzweilig. Muss ich sagen, das macht immer wieder Laune zu fahren. Ja, der große Vorteil vom Train Sim World ist halt einfach die Zugänglichkeit, ne? Weil er ja neuer ist. Ich meine, mittlerweile sind wir da auch schon bei 200-300 €, wenn man sich alle deutschen Sachen holt. Aber das ist ja kein Vergleich zum Train Simulator, wo man da schon im vierstelligen Bereich ist, wenn man ordentlich spielen will. Und halt auch grafisch. Obwohl ich teilweise auf manchen Strecken, zum Beispiel Nürnberg-Regensburg, die Deluxe-Variante beim Train Simulator, da muss ich schon sagen, schon grafisch mega geil. Oder Münster-Bremen, da kann sich der Train Simulator, also da braucht sich da nicht verstecken, was TSW 2 angeht. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Aber ist schon auch verdammt schick dafür, dass das Spiel schon über 10 Jahre alt ist. Da wird immer noch einiges rausgeholt aus der Engine. So, das schalten wir mal voll auf. Und machen uns auf den Weg nach Hagen, wo wir dann abgelöst werden. Der Kollege fährt den Zug dann weiter nach Dortmund.
Aber ich vermisse immer noch den Intercity. ICE hatten wir jetzt, Güterzug hatten wir mit 185er in MRCE. S-Bahn, ich glaube, Doppelstock ist uns gar nicht entgegengekommen. Und der Intercity fehlt noch. Bin halt auch echt auf Dresden-Riesa gespannt, was uns da erwarten wird. Wie gut das wird. Ich hatte das ja schon mal geäußert, wenn ich mir jetzt Hamburg-Lübeck angucke. Das ist nur ein Add-on, was sie gemacht haben. Und das war wirklich mies. PZB-Magneten falsch oder gar nicht da oder hat wieder Oberleitung gefehlt etc. Und jetzt kommen drei Strecken auf einmal raus. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gut wird. Aber ja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen von Dovetail Games. Aber wie gesagt, seid mir nicht böse. Das hört sich auch immer so an, als würde ich haten, aber das ist gar nicht so. Sondern man hat halt Erfahrung mit dem Entwickler. Und ja, ich würde mich wundern, wenn das wirklich ein grandioses Add-on wird. Aber schauen wir mal. Ich gehe ja nach dem Motto, das Schlimmste erwarten und das Beste hoffen. Da wird man nicht so enttäuscht. Und das, ja, ist ganz gut, so zu verfahren. Kann ich mir jedem empfehlen. Hofft einfach, dass es gut wird, aber erwartet, dass es schlecht wird. Und dann passt das schon. So. Einmal die Bremse rein. Okay, das war schon viel zu viel. Das war schon viel zu viel. 70 dürfen wir. Gehen wir noch schon mal runter. Auf 70 und lassen rollen. Na, da oben steht auch eine S-Bahn. Am Hang. Wartet auf Einfahrt. Uiuiui, wir sind wieder zu schnell. Warum? Warum? Immer dasselbe mit mir. Ich werd verrückt. Ich werd närrisch. Immer dasselbe. Ganz, ganz toll gemacht. Ja. 3, 4 Wochen kein Zug gefahren und schon hat man wieder das Desaster. Na gut, wir hätten hier nur noch 30 fahren dürfen dann demnächst. Mal nur gucken, dass wir hier nicht. Zu schnell rollen. Hui, da kommt auch die S-Bahn. Okay, wir sind raus aus der Überwachung. Können wir hoch auf 30. Oh, kleine Paralleleinfahrt. Auch immer schön.
Ui, steht da vorne in Intercity? Jeppa, da ist doch die 101er. Auch schön, ganz rüber. Ah, stand da nicht 30 am Signal? Ja, wir dürfen 40. Sehr schön. Nochmal die Türen auf. Machen hier auch nochmal einen schönen Screenshot. Ah, vielleicht von hier sogar. Hallo? Ja, das sieht doch schick aus. Falsche Knopf gedrückt. So, machen wir die Tür noch zu und dann hätten wir es. Kann der Kollege weitermachen. Geschwindigkeitsüberschreitung einmal ganz leicht. Ja, dann hier halt einmal die Zwangse. Mein Gott. Passiert. Okay. Ich, ja, hat mal wieder eine Menge Spaß. War wieder mal sehr schön. Nach der, na, langen Zeit, hört sich an, wäre Jahre nicht gefahren, aber nach den 3, 4 Wochen mal wieder im Führerstand zu sitzen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch ein Abo, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Fahrten mehr und ja, hoffentlich bis zu einem meiner nächsten Videos. In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und ciao, ciao.